Die US-Notenbank Fed war gestern in ihrem FOMC-Statement wieder ziemlich hawkisch, die Aktienmärkte zunächst mal beeindruckt, aber weder der Dollar wurde stärker, noch sind die Renditen gestiegen. Die Aktienmärkte haben es dann auch relativ klar noch zum Tagesschluss ins Plus geschafft an der Wall Street. Und darin liegt eine Botschaft, eine hawkische Fed, aber die Aktienmärkte fallen nicht, die Renditen steigen nicht und der Dollar wird nicht stärker. Und diese Botschaft wollen wir uns gleich mal anschauen. Ich gehe davon aus, dass wir zeitnah, vielleicht nicht heute, in den nächsten Tagen eine Art die Fed Bluff Rally bekommen. Vielleicht, wahrscheinlich sogar mit den morgigen US-Arbeitsmarktdaten, die zeigen könnten, dass auch langsam die Schwäche der Konjunktur am US-Arbeitsmarkt ankommt. Und viele spricht dafür, dass die zuletzt zu verprügelten Tech-Werte es sein werden, die diese Rallye anführen werden, während die defensiven Sektoren eher zur Schwäche neigen. Dazu gleich mehr. Die Fed hat gestern gesagt, ja, eine Rezession plausibel könnte schon sein und vor allem sehr zentral. Man hat sich gewandt gegen unwarranted easing expectations, also man will nicht, dass die Märkte davon ausgehen, dass man eben von der Fed irgendwie einen Pivot erwartet, dass die Fed irgendwie doch drehen könnte. Das versucht man zu vermeiden. Hier heißt es dann, Mitgliedern meinten, dass aufgrund der Geldpolitik sei es eben sehr, sehr wichtig, dass man ein weiteres easing der financial conditions vermeiden würde. Und da heißt es hier Participants, sonst heißt es some participants oder a number of participants, damit ist gemeint einige, also nicht die Mehrheit oder vielleicht die Mehrheit, aber nicht alle, aber wenn es hier heißt Participants, dann heißt das alle Fed-Mitglieder wollen das nicht und das ist genau der zentrale Punkt. Die Fed hat im Dezember klar gemacht, nachdem wir bis zur Fed-Sitzung, bis zur Pressekonferenz von Jerome Powell ja wieder mal eine Bärenmarkt-Rallye gesehen hatten, dass man eben das nicht sehen will, dann Powell mit der nächsten Keule Märkte runter, Jahresendrallye ein bisschen ausgefallen. Also hier sehen wir ganz genau, worauf die Fed achtet, eben auf die sogenannten Financial Conditions. Und die sehen wir hier in dem Chart. Wenn das nach oben geht, dann werden diese Financial Conditions straffer. Wenn es nach unten geht, dann sehen wir, dass die ganze Geschichte wieder laxer wird. Also seitdem die Fed hier auf die Pauke gehauen hat, vor allem Jerome Powell, sind die Financial Conditions wieder straffer geworden, hatten es die Aktienmärkte schwer, sind die Renditen gestiegen. Man könnte sagen, die Fed hat versucht, gestern wieder mal klarzumachen, dass 2023 die Zinsen nicht senken werden. Goldman Sachs sieht darin etwas Bullisches für Gold, weil man sagt, naja, also entweder wird die Fed einen Pivot machen, einen dovischen Pivot machen in ein hochinflationäres Umfeld, das wäre gut für Gold, oder sie wird zu spät umsteuern, eine große Rezession verursachen und dann wäre das auch gut für Gold, weil das eine Flucht in die Sicherheit nach sich ziehen würde. Wie auch immer, schauen wir uns mal das gestrige Tagesgeschehen an. Hier sehen wir alle Indizes im Plus. Wir sehen eine Apple im Plus, wir sehen eine Tesla im Plus, aber wir sehen eine Microsoft sehr, sehr deutlich im Minus. Das hat die Nasdaq belastet. Microsoft ja die zweitstärkst gewichtete Aktie an der Wall Street mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar. Dann sehen wir United Health, UNH hier, für den Dow wichtig, die stärkstgewichtete Aktie im Dow Jones. Also hier sehen wir, dass die Aktienmärkte jetzt nicht gerade abverkauft haben. Und ja, wir haben sogar noch unsere Santa Claus Rally bekommen, wenn man die nämlich definiert, wie es in den USA üblich ist, die letzte volle Handelswoche im Dezember und dann die ersten zwei Handelstage im Januar. Und das trotz den gestrigen JOLTS-Daten, die viel stärker waren als erwartet. Aber jetzt werden wir bald neue Daten sehen. Aber nochmal zurück zur Reaktion der Märkte. Wir haben gesehen, der Dollar konnte nicht zulegen. Hier sehen wir mal die 10-jährige Anleiherendite der USA. Die ist nicht gestiegen, sondern sie fällt tendenziell derzeit. Darin liegt zunächst mal eine Botschaft. Gestern hatte sich ja Neil Kashkari geäußert und, glaube ich, einen interessanten Punkt gemacht, der wirklich auch valide ist. Nämlich er hat klar gemacht, dass wir es hier wirklich mit einem Angebotsmangel und einem Nachfrageüberschuss zu tun haben. Er hat das mit Uber-Taxis oder Lyft-Taxis verglichen. Wenn es regnet, dann wollen mehr Leute mit dem Taxi fahren. Jetzt werden die Taxifahrer wahrscheinlich deswegen nicht die Preise erhöhen, aber das ist sozusagen so eine
Metapher für den Zustand der Wirtschaft. Alle wollten bei zu wenig Angebot. Dadurch sind die Preise gestiegen und dann erst fordern eben möglicherweise die Arbeitnehmer oder Arbeitende eben mehr Lohn. Die haben faktisch einen Kaufkraftverlust. Dementsprechend ist sozusagen diese Lohnpreisspirale eine Folge erst dieses Angebotsmangels und nicht, wie Herr Flassbeck immer meint, die Inflation wird einfach verschwinden, weil er immer davon ausgeht, dass die Löhne das Entscheidende sind. Nein, es ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, das viel wichtiger ist als die Löhne. Meistens reagieren die Löhne und besonders jetzt hier in der ganzen Corona-Situation reagieren die Löhne auf Angebot-Nachfrage-Situationen. Deswegen ist der Herr Flassbeck mit seinen 18. Jahrhundert-Weisheiten, glaube ich, nicht mehr ganz en vogue, ist aber ungemein selbstsicher. Wer sich im sicheren Bewusstsein der richtigen Ideologie weiß, der macht nie was falsch. Aber kommen wir zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren. Warum gehe ich davon aus, dass wir vor allem im Tech-Sektor Stärke sehen werden? Zunächst mal schauen wir uns mal an, S&P 500, oben der Chart, Daily und die Junk Bonds. Die Junk Bonds entwickeln sich deutlich besser als der S&P 500. Das ist eine positive Divergenz für die Märkte, spricht eigentlich für ein Sentiment, wo der riskanteste Bereich, nämlich die Junk Bonds, ist besser performen. Wir sehen auch, dass die Aktien, die über ihrem 20-Tages-Durchschnitt handeln, weiter steigen. Wir sehen unten in dem Chart den VIX mit 3 Versuchen nach oben auszubrechen, 3 gescheitert. Jetzt dürften wir aus meiner Sicht noch weiter nach unten kommen. Dann später eine positive Divergenz bilden mit einem späteren Anstieg des VIX, aber zunächst mal VIX-Rückgang, wie wir ihn gestern schon gesehen haben. Das bedeutet meistens, nicht immer, aber meistens, eben steigende Aktienmärkte. Hier sehen wir den S&P 500, wie er aus diesem Triangel versuchte auszubrechen. Das ist ihm aus diesem kurzfristigen Triangle auch gelungen. Dann Backtest eben nochmal dieser Zone. Ich gehe davon aus, dass wir, wie gesagt, hier nach oben gehen werden. Und einer der Punkte ist die Relation zwischen Growth und Value. Märkte sind immer dann besonders bullisch, wenn die Growth-Werte, also wenn vor allem die Tech-Werte letztendlich gut zulegen. Erinnern wir uns, Tech-Werte sind oft Rezessionswerte, sind Deflationswerte, laufen also dann gut, wenn, sagen wir mal, die normale Wirtschaft nicht so gut läuft. Hier sehen wir, dass sich da eine positive Divergenz ausgebildet hat, dass also zu erwarten ist, dass Tech im Vergleich zu Value sich besser entwickeln wird. Das war ja in den letzten Monaten fast schon komplett anders, als der Dow Jones, der viel aus Value und wenig aus Tech besteht, viel besser lief als der Nasdaq. Wir sehen oben im Energiesektor, dass die Konjunkturschwierigkeiten bekommen dürfte. XLE, hier dieses ETF, hier sehen wir, da könnte ein maßgeblicher Bruch erfolgen. Energie also schwach, spricht für Rezession. Wir sehen hier Consumer Staples, by the way, ein defensiver Sektor, praktisch ein Proxy für defensive Sektoren. Alle flüchten in defensive Sektoren, wenn die Märkte insgesamt Schwierigkeiten haben, wenn Risk-Off angesagt ist. Hier sehen wir negative Divergenzen. Ist also zu erwarten, dass diese defensiven Sektoren nicht so gut performen werden. Das vervollständigt das Bild. Und wenn wir jetzt nochmal zu den US-Konjunkturdaten kommen, die wichtig für die Gesamtmärkte sind, haben wir heute 14.15 ADP-Arbeitsmarktbericht. Das ist ja so eine Vorausschau auf die morgigen US-Arbeitsmarktdaten, die bei 200.000 neuen Stellen erwartet werden. Aber heute, wie gesagt, der ADP im Fokus und wie gesagt, die Inflation, das hatte ich gestern schon gezeigt, dürfte jetzt ziemlich rapide fallen in diesem Jahr. Wenn man den ISM bezahlte Preise mal anschaut, ist das ein gutes Zeichen? Nein, ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Es wird kein Grund zum Jubeln sein für die Märkte, wenn die Inflation fällt, sondern es wird ein Zeichen sein dafür, dass die Wirtschaft sich sehr stark abkühlt. Sie fällt also aus den falschen Gründen gewissermaßen. Die Inflation, kommen wir nochmal jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Player, das ist China. China dreht der eigenen Chipindustrie wohl den Geldhahn ab, wie Bloomberg berichtet. Die Führung in Peking ist unzufrieden mit der Entwicklung des gesamten Chipsektors, der es ja überhaupt nicht geschafft hat, wirklich eine ernsthafte Konkurrenz für die USA darzustellen. Wir sehen jetzt, dass offenkundig man eine Annäherung wieder an die USA anstrebt. Der neue Außenminister sagt zum Beispiel, ich bin tief beeindruckt bei so vielen hart arbeitenden, freundlichen und talentierten Amerikanern, die ich getroffen habe, etc. etc.
Also wir sehen, da ist irgendwie eine neue Haltung plötzlich da. Man versucht jetzt wieder sich anzunähern an die USA. Vielleicht, weil man eben diesen Tech-Krieg derzeit nicht gewinnen kann, macht man jetzt wieder ein bisschen auf freundlich. Ich wollte eigentlich hier was anderes zeigen. Zum Beispiel eben zeigen, da ist die Grafik scheinbar entschwunden, dass chinesische Tech-Aktien besonders gut gelaufen sind, aber andere Sektoren überhaupt nicht gut gelaufen sind. Vielleicht finde ich die Grafik noch. Vielleicht auch nicht, gell? Manchmal bin ich ein bisschen durcheinander gerade. Morgens, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema. Kommen wir mal nach Deutschland. Hier sehen wir, dass Trade Republica jetzt 2% Zinsen anbietet, nämlich auf die reine Einzahlung. Also wenn ich das praktisch in meinem Depot liegen habe als Cash, das ist mehr als alle anderen. Jetzt sagt Daniel Eckert von der Welt, ja, ist doch super, dass es diese Neo-Broker gibt. Die mischen den Markt auf und dann sehen wir, zum Beispiel diesen Tweet hier oben rechts von Trade Republic, wird dir jeden Monat ausgezahlt, sag auch deinen Freunden Bescheid und Freunden von Freunden, also so ein bisschen so ein Schneeballsystem. Und dann hat mich jemand netterweise angeschrieben und hat gesagt, also während bei vielen hier die Freude hoch ist, sind bei mir sofort bei solchen Worten die Alarmglocken angegangen. Woran erinnert dich der letzte Satz dieser Werbeanzeige, sag auch deinen Freunden und Freunden von Freunden Bescheid? Das ist durchaus etwas, was man vielleicht in den Blick nehmen sollte. Denn man muss fragen, womit verdient ein Broker Geld? Man hat 1 Euro Trading-Gebühren, verkauft seine Daten an Market Maker. Das Geschäftsmodell ist auf eher unerfahrene Endverbraucher ausgerichtet, die wahrscheinlich zuletzt in diesem Bärenmarkt jetzt Geld verloren haben, die mit Krypto Geld verloren haben. Dafür dürfte es klare Belege geben, dass die meisten Leute verloren haben. Also ich will nicht sagen, dass das Unternehmen ein Problem hat, aber es ist eben so, in der Finanzwelt ist es auf jeden Fall nichts Neues, mit hohen Zinsen zu versuchen, ein Liquiditätsproblem zu beseitigen. Wie gesagt, das behaupte ich nicht, aber es ist auf jeden Fall mal ein Kontrapunkt zur allgemeinen Euphorie. Wow, die bieten 2% Zinsen an. Wir haben jetzt ja zum Beispiel gehört, dass der Neo-Broker Robinhood wieder ein Problem bekommt, weil seine Assets, die bei FTX geparkt waren, praktisch beschlagnahmt sind. Handelt sich um 460 Millionen Dollar oder um 460 Millionen Dollar. Also das nur mal ein kleiner Ausflug. Wie gesagt, ich will dir nichts suggerieren oder sagen, jetzt habe ich plötzlich die China-Geschichte wieder gefunden, dann machen wir da weiter. Wir sehen also, dass praktisch chinesische Tech-Aktien sehr, sehr gut laufen, andere Aktien, andere Sektoren aber nicht. Warum laufen Rohstoffe nicht gut? Normalerweise müssten ja mit dieser plötzlichen Öffnung in China Rohstoffe weltweit gut laufen. Das ist nicht der Fall. Kupfer fällt. Wir sehen, Energie fällt, ist nicht wirklich stark. Aber, und dazu ist eben wichtig, Tech ist Deflationsasset, ist praktisch ein Rezessionsasset dann wiederum auch. Also das ist eine interessante Überlegung hier von Jim Bianco. Und jetzt schauen wir uns mal gestern zum Beispiel den Baltic Dry Index an, der gestern so stark gefallen ist wie seit 1984 nicht mehr. 17,5%, das ist ein riesen Ausschlag nach unten. Also Frachtraten, da ist offenkundig ein kleines Problem, die fallen wie ein Stein. Schauen wir uns dann mal den Ölpreis gestern an oder heute an. Auch deutlich zurückgekommen in diesem Chart von Capital.com, das amerikanische Crude Oil. Also irgendwie ein Nachfrageproblem, ein Rezessionsproblem, was man hier erwartet. Und wenn wir jetzt nach Deutschland wieder zurückkommen, gilt, dann waren die Grafiken nicht ganz geordnet, meine Damen und Herren, bitte um Entschuldigung jedenfalls. Hier die Meldung von Bloomberg: Für die Stromsicherheit braucht Deutschland mehr Gaskraftwerke, sagt jetzt die Bundesnetzagentur. Erdgas, das durch Pipelines transportiert wurde, war super, super günstig, aber jetzt Flüssiggas eben nicht mehr günstig. Da wird es einen globalen Konkurrenzkampf drum geben, der wird so oder so teuer. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass Sonne und Wind nicht immer scheinen bzw. wehen. Also braucht man die Parallelstruktur. Deswegen fordert die Bundesnetzagentur neue Gaskraftwerke. Wir haben ja fast zu viel Gas, gell? Wir wissen ja gar nicht, wohin damit. Und vielleicht nochmal zu dieser ganzen Energiewende. Gemessen an Größe und Wirtschaftskraft, so sagt Vince Ebert, gibt es kein Land der Welt, das mehr Geld in den Ausbau erneuerbaren Energien gesteckt hat als Deutschland. Ohne eine nennenswerte Reduzierung der Emissionen. Im Gegenteil,
Wir produzieren Strom mit am dreckigsten und meistens kommt dann der Einwand, ja, die richtige Energiewende wurde ja nie wirklich ausprobiert. Das klingt so ein bisschen wie, der richtige Sozialismus ist ja nie ausprobiert worden, der ist nirgendwo wirklich realisiert worden und so ein bisschen ist das ja auch der real existierende oder die real existierende Energiewende, könnte man sagen. Schauen wir uns hier nochmal diesen Tweet der letzten Generation an. Wir sind mitten im Klimanotfall, brauchen umfassenden Wandel, genau demokratisch und schnell, genau dafür sind Bundestag und Regierung da. Also geht es praktisch um einen Notfall. In diesem Notfall müssen Notfallmaßnahmen getroffen werden. Und wenn Regierungen, wenn Gesetz und Verfassung das nicht vorsehen, dann muss man das erzwingen, denn es geht ja praktisch um das Überleben der Menschheit, also um das allerhöchste Ziel. Das ist latent totalitär, das ist latent faschistoid, könnte man sagen, indem man sagt, nein, es gibt höhere Prinzipien. Wir müssen hier bestimmte Rechte, bestimmte Freiheitsrechte außer Kraft setzen, aus eben diesen höheren Zielen heraus. Und ich habe es jetzt mal so formuliert, wer an die Idee einer Energiewende in der Theorie nicht glaubt, hat kein Herz. Wer glaubt, dass die real existierende Energiewende wirklich funktionieren kann, der hat keinen Verstand. Das bringt es vielleicht so ein bisschen auf den Punkt. Es ist grundsätzlich eine gute Sache, sauber zu sein. Wir haben jetzt hier etwa bei der Elbe, nicht weit entfernt von mir, da war in den 1980er Jahren, das war eine Giftbrühe. Inzwischen baden meine Kinder in dieser Elbe. Also da hat sich ja schon einiges getan. Es ist nicht alles schlechter geworden. Das vielleicht mal dazu gesagt. Jetzt zwei Artikelhinweise noch, meine Damen und Herren. Baufinanzierungen, Neugeschäft fällt auf das Niveau von 2011 zurück. Da rappelt es richtig in der Kiste. Ein mit mir befreundeter Banker aus dem Immobilienbereich, der sagt, ich treffe mich immer gern mit Immobilienmaklern, weil denen geht es auf jeden Fall schlechter als mir. Das ist eine Aussage, die ihnen immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und der DAX hält sich sehr, sehr stark im Höhenflug. Trotz Reduzierung der EZB-Bilanz. Normalerweise wird dadurch Liquidität entzogen. Der DAX läuft dennoch besser. Ich erwarte, dass jetzt Tech-Sektoren sich besser entwickelt. Dementsprechend die Outperformance des DAX jetzt erstmal vorbei sein wird. Zweiter Artikel, Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt und sage bis heute Abend zu Marke Flüster. Servus, ciao.